Hallo, mein Name ist Jan Heinemann vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. In diesem Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur geht es um das Spiel My Child Lebensborn und dessen erinnerungskulturelle Bedeutung. Das Spiel My Child Lebensborn ist ein Indie-Simulationsrollenspiel und ist 2018 in Norwegen erschienen. In Norwegen der Nachkriegszeit der 1950er Jahre muss die Spielerin als Adoptionselternteil ein Kind des sogenannten Lebensborn-Programms der Nationalsozialisten großziehen. Die Spielerin muss das Kind ernähren, waschen, mit ihm spielen und lernen. Dabei kommt es darauf an, die Aktionen im zeitlich begrenzten Tagesablauf und anhand begrenzter finanzieller Mittel zu gewichten. Den Fokus des Spiels bildet das dialogische Narrativ der Traumabewältigung und Ausgrenzungserfahrung in der Nachkriegszeit. Als Kind einer norwegischen Mutter und eines deutschen Soldaten wird Karl bzw. Karin in der Schule mit der Diskriminierung und Gewalt durch seine MitschülerInnen und LehrerInnen konfrontiert, die in dem oder der Siebenjährigen ein Nazikind sehen. Die Spielerin sorgt sich um das Wohlbefinden des Kindes und versucht in insgesamt 6 Kapiteln Informationen über dessen Eltern zu erlangen und dem Grundschulkind, so gut es geht, eine unbeschwerte Zeit zu ermöglichen. Als eines von wenigen Spielen beschäftigt sich My Child Lebensborn mit der Traumabewältigung in der europäischen Nachkriegszeit. Anstatt der omnipräsenten Rezeption des Zweiten Weltkriegs als rein militärische Auseinandersetzung, wie sie in digitalen Spielen noch immer vorherrscht. Während Attentat 1942 zwischen historischen Episoden und Zeitzeugengesprächen hin und her springt und My Memory of Us die fantasierende Überschreibung von traumatischer Gewaltwahrnehmung während des Zweiten Weltkriegs einfängt, fokussiert My Child Lebensborn erstmalig auf die traumatische Nachkriegserfahrung von Kindern, die in von den Nationalsozialisten besetzten Ländern im Sinne des Rassenwahns in Lebensbornheimen zur idealtypischen Aryan erzogen werden sollten und nach dem Krieg häufig zur Adoption freigegeben wurden. Dies geschieht aus Sicht der Spielerinnenfigur des alleinerziehenden Adoptivelternteils. Durch Zeitungsartikel und Tagebucheinträge der Spielerinnenfigur erläutert das Spiel schrittweise die historischen Hintergründe und zeitgeschichtliche Ereignisse in Norwegen und Europa der 1950er Jahre. In My Child Lebensborn stehen das Gameplay, im Wesentlichen Zeit- und Ressourcenmanagement, und die Narration in einem Spannungsverhältnis. Doch auch wenn die Tagesabläufe und die Beschaffung von Lebensmitteln und kleinen Annehmlichkeiten im Spiel relativ schnell repetitiv werden, bringen die immer wieder eingestreuten narrativen Elemente die Erzählung voran und regen zum Weiterspielen an. Mit seinem ungewöhnlichen Blickwinkel auf die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen Nachwirkungen in der Nachkriegszeit sowie seine Verfügbarkeit auf diversen Plattformen und mobilen Endgeräten bietet sich My Child Lebensborn für den Einsatz im pädagogischen Kontext an. Das Spiel könnte dabei von SchülerInnen einzeln oder in Gruppen gespielt werden. Auch ein unterrichtsbegleitender Einsatz ist denkbar, bei dem bestimmte Szenen und Entscheidungen im Unterricht diskutiert werden. Die Übersichten am jeweiligen Ende der 6 Kapitel zeigen außerdem an, wie sich andere SpielerInnen in bestimmten Situationen entschieden haben und bieten damit Ansätze für rückblickende Diskussionen auf das bisherige Spielgeschehen. Die Erzählung des Spiels ist insgesamt zunehmend bedrückend und nimmt kein glückliches Ende. Die SpielerInnen sieht sich vielmehr damit konfrontiert, mit Karl bzw. Karin die Stadt aufgrund anhaltender Schikanen und Drangsalierung verlassen zu müssen. Dies könnte mit fortschreitendem Spielverlauf eine intensivere Betreuung und Nachbereitung nötig machen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele.